Tut mir echt leid. Flo hat mir nicht gesagt, dass heute die Putzfrau kommt. Ich bin ihre Mutter. Tut mir sehr leid, dass... Kinocast. Willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo Erik. Und das war's auch schon wieder für heute an Teilnehmern. Aber das sagt ja nichts über die nun folgende Qualität der Filme und was wir alles so geschaut haben. Wir waren, oder besser gesagt, ich war in der Sneak. Und habe dort einen ziemlich coolen Film gesehen, über den ich gleich reden möchte. Dann haben wir noch Kinofilme für euch mit im Gepäck. Und Kate hat was auf Netflix geschaut. Da bin ich auch mal gespannt, was er dazu sagt. Gewinnspiele haben wir heute, glaube ich, keine. Das andere geht quasi morgen raus an die Gewinnerin von den Minions. Das lag noch ein bisschen bei mir, weil ich ein bisschen Stress hatte. Aber geht seinen Gang. In der Sneak Preview der vergangenen Woche hatten wir in Stuttgart den Film Alibi.com. Und das ist eine französische Komödie. Wir hatten letztens mal so eine französische Komödie in der Sneak Preview, die hieß Ab in den Dschungel. Im Original hieß die, glaube ich, Babysitter Teil 2 oder so ähnlich. Und das ist wieder quasi fast mit demselben Team, dieser Film. Und dieser Ab in den Dschungel, der ist ja bei uns sehr, sehr gut angekommen. Vielleicht ganz kurz für die damals die Sendung nicht gehört haben oder nicht gerade parat haben, worum es da ging. Es ging darum, dass irgendwie ein junger Mann wird irgendwie von den Schwiegereltern eingeladen. Die haben irgendwie so ein Ferienresort auf irgendeiner tropischen Insel und da fliegen die dann hin und er mit irgendwie ein paar Freunden und sie auch mit ihren Mädels und dann trennen die sich vorher irgendwie auf und wollen getrennt ein paar Sachen erleben auf dieser Insel. Und dann kommt es dazu, dass ein paar Leute irgendwie so ein bisschen Filmriss haben und ein paar Leute sind verschwunden und man findet dann eine GoPro-Kamera, die Männer eigentlich mithaben sollten. Und dann guckt man gemeinsam die Erlebnisse der jungen Männer auf dieser GoPro-Kamera an. Das ist einfach total lustig gewesen. Wir haben uns da so bekringelt vor Lachen. Bei Alibi.com, in dem Film, den wir jetzt diese Woche in der Sneak Preview hatten, spielen auch wieder, also die Hauptrolle spielt auch wieder dieser Philipp Lachaud heißt er bestimmt, ja, und Julien Arrouty. Die beiden sind Geschäftspartner und betreiben so eine Agentur, die dafür sorgt, den Leuten Alibis zu verschaffen, wenn sie eins brauchen. Also das fängt an von einem kleinen Jungen, der nicht in die Schule gehen will, der dann irgendwie mal eine Krankschreibung braucht. Und am meisten gefragt sind natürlich so die Fremdgeh-Alibis, wenn irgendeine Frau sich außerehelich vergnügen will oder irgendein Mann sich außerehelich vergnügen will. Das ist bei denen halt am meisten gefragt und da bieten sie auch so ein richtiges Komplettpaket an. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Mann sagt, er ist auf irgendeiner Geschäftsreise in irgendeinem langweiligen Kaff, wo halt irgendein Medizinerkongress stattfindet, dann sorgen die auch dafür, dass jemand, der diesen Mann so ein bisschen ähnlich sieht, dahin fährt, in das Hotel eincheckt und dort auch ein bisschen was an dieser Konferenz teilnimmt oder irgendwas, während der Mann sich dann zum Beispiel extern vergnügen kann und bei den Frauen natürlich genau dasselbe. Also das ist richtig durchdacht, das ist jetzt nicht einfach mal so und der Alibi-Nehmer, sage ich jetzt mal, der bekommt auch eine andere Kreditkarte, die jetzt nicht auf seiner Rechnung irgendwo erscheint. Da ist halt ein gewisses Budget drauf. Also es ist richtig voll und ganz gut durchdacht und funktioniert auch für alle Beteiligten. Unsere Hauptfigur, der verliebt sich dann in eine Frau, die er kennenlernt. Und die Frau, die hatte ein bisschen, also das ist eine sehr, sehr hübsche Frau und die kommen auch relativ schnell da irgendwie und sind die auf einer Wellenlänge und aber wir erfahren dann halt für die Story halt, dass sie ein bisschen Pech hatte mit Männern, die sie angelogen oder anlügen oder sie kann halt überhaupt nicht ab, wenn Männer irgendwie lügen und dann ahnt schon, was kommen muss. Also er kann ihr natürlich nicht sagen, was er da beruflich macht und er erzählte dann halt irgendwas anderes und das ist so dieses typische, dass da irgendwie eine Lüge zwischen welchen steht, die sich kennenlernen und so. Das, ja, auf jeden Fall, es kommt noch ein bisschen dicker.
weil eines Tages kommt ein Mann in die Agentur, der will ein Alibi haben, und als dann die neue Flamme von ihm ihn zum ersten Mal mit nach Hause nimmt, stellt er fest, dass der Vater der Familie, also ihr Vater, quasi derjenige ist, der dieses Alibi haben will. Und die haben irgendwie demnächst irgendwie 30. Hochzeitstag, und ausgerechnet da kann er nicht da sein, weil er auf irgendeinen Medizinerkongress muss. Und ja, und sprich, er, unser Gregory, ist dann derjenige, der quasi für das Alibi von seinem, in Anführungszeichen, zukünftigen Schwiegervater da in Spee sorgen muss und quasi nun die ganze Familie anlügen muss. Und gibt dann einige Verwicklungen, was aber jetzt alles nach einer bisschen, ja, die Story selbst ist ähnlich wie bei Ab in den Dschungel. Die Story selbst ist ein bisschen Banane, dient aber als Aufhänger für sehr, 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 sehr viele lustige Szenen. Das wirkt manchmal so ein bisschen, als hätten die Darsteller oder überhaupt die Beteiligten an dem Ganzen, als hätten die sich zwischendrin immer mal überlegt, hey, was könnte man jetzt noch machen, was hier irgendwie total überraschend und lustig wäre, und das machen wir dann halt einfach. Und da passieren so viele lustige Dinge. Ich würde aus dem Grund auch empfehlen, den Trailer nicht unbedingt anzuschauen. Das war ja bei Ab in den Dschungel auch so ein bisschen das Problem. Wer den Trailer gesehen hat, dem sind sehr viele Überraschungen, ja, waren die einfach verdorben. Und hier ist es, denke ich mal, genauso. Ich habe halt den Trailer vorhin mal angeschaut, weil ich ja immer das Audio dann bekomme hier, um das mit einzubauen hier. Und da sind schon einige lustige Szenen drin, zum Beispiel bei so einer nächtlichen Autofahrt, mehr will ich da nicht verraten. Da haben wir so gelacht, aber alle auch, ne? Also der Chris, der hat ja auch total mit abgefeiert hier. Der ist ja immer ein bisschen skeptisch, wenn da so französische Komödien kommen. Da ist er ja nicht so schnell. Ach, wo kommt das bloß her? Diese Skepsis. Da ist er nicht ganz so schnell, aber wir haben uns alle total gekringelt vor Lachen. Also da waren so viele lustige Schenkelklopfer-Szenen drin, völlig unerwartet. Es sind sehr viele Cameo-Auftritte von bekannten französischen Darstellern. Da war zum Beispiel der eine, wie hieß dieser Film? Alles unter Kontrolle hieß der, wo der nach Afghanistan abgeschoben werden soll. Warst du da mit? Ja. Ich glaube, ihm sagt auf jeden Fall was, also muss ich mit gewesen sein. Wo dieser eine Typ sich diesen Pass erschleicht, und dann ist aber dieser Pass gehört jemandem, der kriminell geworden ist. Das heißt, er soll dann plötzlich abgeschoben werden nach Afghanistan, obwohl er gar nicht aus Afghanistan kommt und so. Dieser Komiker hat auch eine kleine Rolle, und hier, Willkommen bei den Sties, hier, der Typ hat eine kleine Rolle im Film, und ach, das sind etliche andere. Ich fand, das ist ein extrem empfehlenswerter Film, von dem ich hoffe, dass es ein richtig schöner Sommerkomödien-Hit wird hier. Aber ist natürlich ein bisschen schwierig so von der Thematik her, und französische Komödie, aber gerade so Anfang des Sommers hier, Willkommen bei den Sties, lief ja auch ewig und hat sich gut gehalten. Ich hoffe mal, dass es gut funktioniert und dass der Film durchstartet. Weiß gar nicht, was haben die eigentlich hier so in unserer Metropol-Sneak-Gruppe so abgestimmt, die Leute? Muss auch mal gucken, ob ich überhaupt schon abgestimmt habe. Wir haben alleine schon 11 Stimmen für 8 Punkte und 7 Stimmen für 9 Punkte. Ah ja, ich habe also auch schon abgestimmt. Oberes Mittelfeld. Ah, ich habe sogar einen Kommentar geschrieben, sehe ich da gerade. Okay. Ich habe geschrieben, der Typ aus Ab in den Dschungel hat wieder einen ebenso witzigen Film abgeliefert. Das stimmt total. Also wir haben... Cool. Also eine Sneak war ganz, ganz tolle Stimmung. Am Anfang natürlich, wo irgendwas mit TF1 und irgendwas da stand, wo alle wieder gesehen haben, oh, da kommt was Französisches hier. Nachdem wir in den letzten Wochen ja echt viele französische Filme von teilweise... ja, gemischten Qualitäten, sage ich mal. Das ist vorsichtig ausgedrückt. War die Euphorie nicht gerade wahnsinnig groß. Und aber es fängt schon ziemlich lustig an und wird einfach immer lustiger, wenn man sich da ein bisschen drauf einlassen kann. Der Film, weshalb ich jetzt keine volle Punktzahl gebe, ist einfach, ich mag das einfach nicht, wenn am Anfang irgendwo... ja, eine Lüge, die sich relativ leicht auflösen ließe, ja, also hätte am Anfang ihr sagen können, hey, okay, du magst jetzt niemanden, der irgendwie großartig was mit Lügen, aber hey, ich habe das halt als Job, dass ich irgendwie da was machen muss, und es ist halt einfach so.
da hätte der sich jetzt nichts abgebrochen. Hätten natürlich viele Sachen jetzt nicht mehr funktioniert in dem Film. Und natürlich ist ja dann wieder so dieses übliche, sie findet's raus und ja, dann will sie erstmal nichts von ihm wissen. Und dann, ja, also das, dieses übliche, das ist so ein bisschen so alt hergebracht. Ja. Der Film hatte so viele richtig coole Szenen und Einfälle und dann ist der Hauptplot ist dann sowas völlig, schon zigmal gesehen ist und deswegen, das kreide ich dem Film ein bisschen an, aber so echt viel Spaß gehabt mit dem Film. Wirklich tolle Sneak und ja, hat ja auch keiner, wenn ich das so sehe, keiner weniger als 6 Punkte gegeben hier bei uns in der Wertung. Hat sogar jemand 10 Punkte gegeben hier, wow. Also die meisten haben irgendwie so 8 und 9. Jetzt ärgerst du dich, dass du nicht mit warst, hä? Ja, also ganz ehrlich, natürlich vom Film her natürlich, aber ich hatte auch einen sehr, sehr schönen Abend mit meinem Vierbeiner. Ja. Wir haben ganz schön auf dem Sofa gekuschelt. Das war schon schön. Kannst ja mal, hast du auch dieses Amazon hier, wo man so CDs, DVDs zugeschickt bekommt hier dieses? Nee. Ist das nicht da mit dabei, wenn man Prime hat irgendwie? Dieses Love-Film? Weiß ich nicht, brauchen wir doch nicht. Ich habe am Amazon Prime, dann jede Menge Filme. Ah, wir haben Sky, wir haben Netflix. Wozu noch DVDs zugeschickt bekommen? Weil die ein bisschen eher kommen. Muss man ja wieder zurückschicken. Na, die kommen eher. Also die sind eher da. Also ich bestelle da auch immer mal einiges von den Sachen, die ich hier so geguckt habe, immer, die habe ich halt und sehr mit dabei. Na, wählst du einfach aus. Das Gute ist nämlich, dass die jetzt schon echt weit vorne dran sind. Das heißt, wenn jetzt ein Film ins Kino kommt, dann haben die den schon häufig hier, dass man den auf die Leihliste packen kann. Und wenn dann mal ein Film kommt, wo ich denke, oh, den willst du mal gucken, dann packe ich den mal auf die Leihliste und dann kriege ich irgendwann plötzlich mal den Film zugeschickt, wenn der da ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Also dieses Amazon DVD Video Blu-ray Ausleihen, das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ja. Ich kann ja mal gucken hier, ob es den da schon gibt. Alibi.com. Ich habe jetzt, wo ich danach gesucht habe, nach Informationen, habe ich immer Alibi.com oben eingegeben in die Adressliste und da ist er natürlich auf die Webseite Alibi.com gegangen. Das hat aber irgendwie mit dem Film gar nichts zu tun. So, Alibi.com gibt es schon mal, kann man vorbestellen hier. Aber nur zum Kaufen erstmal, jetzt nicht zum Leihen. Naja, aber mal im Auge behalten, würde ich dir empfehlen. Findest du bestimmt auch lustig. Ich glaube, der Chris bestimmt. Guckt das auch nochmal mit. Okay, dann schauen wir mal, was uns dann morgen erwartet. Hast du die Sneak-Tipps auch gleich parat? Ja, selbstverständlich. Ich bin doch hier vorbereitet. Also der Tipp für die Sneak morgen lautet, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Gab es da nicht mal und so ein Lied auch von, war das Marianne Rosenberg oder so? Oh, keine Ahnung. Ich suche mal, du kannst da derweil mal vorlesen. Ja. Also du hast 2 Sachen getippt, die darfst du gleich selber vorlesen. Nee, du hast 3 Sachen getippt, sehe ich gerade. Aber dann hat auch noch der Johannes einen Tipp abgegeben und da habe ich mich mal schlau gemacht, was das dann ist. Denn er tippt auf den Film Attraction. Und darum habe ich mir mal geguckt, was das ist, weil das sieht sehr mysteriös aus. Da geht es wohl um ein außerirdisches Raumschiff, was in Moskau eine Bruchlandung hingelegt hat und die quasi einen Teil der russischen Metropole in Schutt und Asche gelegt hat. Und irgendwie ganz unklar ist, warum das abgestürzt ist. Also das ist wohl plötzlich im Orbit aufgetaucht in der Erde und dann abgestürzt. Aber warum, wieso, weshalb, ist nicht ganz klar. Nur eins ist wohl klar, die haben dann, die Menschen haben dann natürlich einen Blick in das Raumschiff geworfen und da steht jetzt hier, in der Beschreibung steht, beginnen sie ihre gesamte Existenz und den Ursprung der Menschheit in Frage zu stellen. So steht es in der Beschreibung. Und das klingt schon ganz, ganz cool, also von der Beschreibung her, aber ich weiß jetzt nicht, wie es auf den Tipp passt. Das weiß ich auch nicht. Also vielleicht will er einfach den Film sehen. Obwohl ich gesehen habe, dass der wohl nur einen sehr kleinen Start hat und schon im August auf DVD und Blu-ray erscheint, weil den hatte ich auch irgendwie im Presseverteiler mit drin gehabt. Ja, wäre spannend. Ich habe übrigens nachgeschaut, Connie Francis hat das gesungen. Gibt es auf YouTube auch. Kann man sich angucken. Connie Francis. Die Liebe ist ein seltsames Spiel.
Ja, ich habe ja noch was getippt hier. Das muss ich selber mal gucken, weil ich hier gerade ganz woanders gelandet bin. Ich habe noch vorlesen, getippt, was du getippt hast. Ich weiß es noch. Ostwind, Aufbruch nach Aura, weil da geht sie nämlich irgendwie nach Portugal oder so. Und da kommt nämlich auch so die Liebe ins Spiel. So, und dann natürlich der Film, den ich schon seit Ewigkeiten tippe, der irgendwie in allen anderen Sneaks lief, aber bei uns noch nicht, nämlich Table 19, Liebe ist fehl am Platz. Mit Anna Kendrick. Der soll ziemlich schlecht sein, habe ich gehört. Der soll ziemlich schlecht sein, ja, aber ich tippe ja nicht deswegen, weil er gut ist, sondern ich tippe ja, um hier richtig zu tippen. und noch Heartbeats hätte ich auch noch. Das ist so ein bisschen so ein Tanzfilm und so. Könnte ja so vom seltsames Spiel, wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht kommt doch was ganz, ganz anderes. Könnte möglich auch sein. Ist alles. Warten wir es mal ab. Genau, ich habe noch einen Kinofilm, nämlich Die Mumie habe ich geguckt. Also den neuen jetzt, den alten kenne ich schon. den mit Brandon Fraser, den habe ich damals im Kino gesehen, wo sie schon mal dieses ganze Mumien-Thema irgendwie rebootet haben. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja auch so ein bisschen Ägypten-Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war sehr, sehr oft in Ägypten und ich mag das Land einfach, die Leute und diese Mythologie und diese historischen Wurzeln, die das Land hat und so. Und hat natürlich mit diesen Filmen, wenn da irgendwelche Mumien auferstehen, nicht viel damit zu tun. Aber man sieht halt immer mal ein bisschen was von Ägypten in dem alten Mumienfilm, noch mehr als in dem neuen. Aber egal. Also der alte Film war ja sehr, sehr spaßig angelegt mit Brandon Fraser. Der neue Film hat eine etwas andere Tonart und spielt zu meiner Überraschung kaum in Ägypten. Also es ist irgendwie am Anfang, wie fange ich jetzt da am besten an? Also es gibt, wir erfahren erstmal so die, was so in der Vergangenheit passiert ist, nämlich, dass eine Frau, die wollte Thronfolgerin werden und dann hat aber plötzlich der Pharao noch ein anderes Kind bekommen, einen Jungen nämlich, und dann hat sie quasi alle irgendwie massakriert, damit sie selber da irgendwie an die Stelle rücken kann, wurde dann aber gefangen genommen und lebendig einbalsamiert. Und zwar nicht einfach so, sondern man hat teilweise das Böse. Ach so, genau, sie hat dann noch irgendwie mit bösen Mächten stand sie in Kontakt und wollte sich quasi da unsterblich machen und wollte so ein Ritual vollziehen, damit sie da irgendjemand ganz Böses erwecken kann. Und dann ist sie aber rechtzeitig von den Leuten da gefangen genommen worden und die haben sie lebendig einbalsamiert mit Quecksilber in ihre Venen, weil das irgendwie das Böse das Böse nicht durchlässt oder irgend sowas. Und dann macht so ein bisschen einen Sprung in die heutige Zeit in London. Da wird plötzlich als sie irgendwie eine U-Bahn oder Tunnel graben wollen, finden sie plötzlich so ein altes, so eine Grabstätte oder irgend sowas von Tempelrittern. Also das haben sie auch noch mit reingeworfen. Aber das hat jetzt erstmal mit der Mumie an sich nichts zu tun, sondern parallel sehen wir, im Irak ist Tom Cruise mit, wie heißt er? Komme ich nicht auf den Namen hier, dieser coole, der Sidekick, war noch Jake Johnson, genau, Jake Johnson, der zum Beispiel hier bei Let's Be Cops oder sowas echt cool war und auch in einigen anderen Filmen schon coole Sidekick-Rollen hatte, hat er hier auch. Der ist mit dem zusammen im Irak und die sind vor der ganzen Militäreinheit der Amerikaner unterwegs, um quasi schon mal ein bisschen auf eigene Rechnung irgendwelche archäologischen Schätze da zu stehlen. Und als sie in das eine Dorf reinkommen, da stehen sie einer feindlichen Übermacht gegenüber, müssen dann drauf warten, bis quasi die eigentlichen Truppen dann nachrücken und ihnen da ein bisschen zu Hilfe kommen. Und sie sprengen dann so einen alten Tempel frei. Und das ist ja weit entfernt von Ägypten, irgendwie 1000 Meilen weit entfernt, haben die gesagt. Und dort finden sie aber komischerweise da dieses ägyptische Grabmal. Und zwar haben die damals, als sie die lebendig einbalsamiert haben, haben sie gesagt, okay, das können wir jetzt nicht hier, die ist so böse, die können wir hier nicht in Ägypten lassen. Ja, wenn da irgendwas schief geht, ist sie ja sofort wieder da. Wir müssen die weit, weit weg schaffen. Da haben sie die halt weit, weit weg geschafft, irgendwie 1000 Meilen weit weg, da im heutigen Irak.
Also damaliges Mesopotamien war das, glaube ich, haben sie gesagt. Und ja, das ist dann quasi der Tempel und da gehen sie runter. Gibt es noch so eine Frau, die so ein bisschen da Wissenschaftlerin ist, die diese Kulturschätze beschützen soll, wenn da die Armee einrückt. Und sie gehen dann runter und finden den Sarkophag, den besagten, und bringen den nach London. Dann stürzt allerdings das Flugzeug ab, was man im Trailer schon sieht, mitsamt dem Sarkophag. Und sie landen auch relativ in der Nähe von der Stelle, wo sie vorhin dieses Tempelrittergrab gefunden haben. Und es kommt natürlich, wie es kommen musste, böse Mächte machen sich ans Werk. Es werden Leute von fremdgesteuert, von bösen Mächten, mit denen man es nicht... ja, den man es nicht so gleich offensichtlich ansieht. Es gibt dann so eine Art Zombifizierung von Leuten. Also bewegen sich dann auch so einige Zombies durch London durch. Und immer London, das arme London. Ja, ich glaube, ich muss langsam aufhören mit Erzählen, dass ich nicht zu viel erzähle. Nicht, dass ich doch, also der läuft ja noch im Kino, vielleicht will noch jemand gucken. Ich habe ein bisschen ein Problem gehabt mit der ganzen, zum einen, dass es in London spielt, hey, warum? Okay, diese alten Hammer-Filme und so, da sind auch irgendwelche Mumien dann durch London gelaufen und so, aber ich habe damals diese Hammer-Produktionsfilme, ich weiß nicht, ob dir das überhaupt was sagt, das war ja lange, lange vor deiner Zeit, es gab so ein Produktionsstudio in England, die haben halt so ganz so Mumienfilme und sowas. Wenn du mal irgendwo auf dem dritten Programm abends mal durchzappst, vielleicht hast du Glück, dass du sowas erwischst. Das sah halt alles immer so cheesy aus. Die haben halt irgendwelche Dracula-Filme oder irgendwelche mit ganz einfachen Mitteln und Kulissen. Aber es war trotzdem so ein bisschen gruselig, war es schon, aber irgendwie ganz nett gemacht alles. Es hatte so seine bestimmte Art von Grusel. Ich habe die ja nicht live gesehen, als die rauskamen, sondern dann auch schon ein Stück später, als die Effekte dann doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen waren. Und da haben die einfach richtig Spaß gemacht. Das ist genauso, weshalb ich mir auch gerne irgendwie diese alten Godzilla-Filme angucke. Das sieht einfach cool aus, dann, wenn irgendwelche Japaner dann so schreien, dann ein Blick gen Himmel und so. Ja, und dieser Film versucht einfach irgendwie von den Effekten her zu perfekt zu sein für mich, für so einen Mumienfilm. Und der Film ist witzig, das hat mich auch überrascht. Er ist sogar ziemlich witzig, also gab es ein paar sehr, sehr lustige Szenen, wo ich laut lachen musste. Aber ja, dieses ganze Setting auch mit England, irgendwie hat sich so ein bisschen falsch angefühlt und der Film geht auch irgendwie viel zu lang. Oh, viel zu lang. Und dann ist natürlich, die wollen ja jetzt dieses Dark Universe etablieren. Nachdem ja Marvel sein Universe vorgestellt hat, welche Filme sie da alle zeigen wollen und herstellen wollen. Und DC soll es ja jetzt eben von denen dieses Dark Universe geben, wo eben dann so die Mumie, Jekyll und Hyde und was nicht alles, ne? Und so kommt es hier dazu, dass dieser Dr. Jekyll hier auch einige sehr, sehr lange Szenen bekommt, der übrigens gespielt wird von, Russell Crowe. Ja, irgendwie. Ja, Russell Crowe spielt Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und dann wollen sie ja noch den Unsichtbaren wollen sie noch drehen, mit Johnny Depp, glaube ich, der Hauptrolle. Aber der war jetzt hier nicht dabei, es sei denn, er war irgendwo aber nicht zu sehen. Kann auch sein. Ja, das soll ja nur der erste Film aus diesem Dark Universe sein. Es steht auch gleich am Anfang da, ne? Also genauso wie bei Marvel Studios oder bei DC steht am Anfang gleich da, Dark Universe hier. Und was man dem Film auf jeden Fall anmerkt, dass hier wirklich unglaublich viele Drehbuchautoren gleichzeitig am Werk waren. Also ich weiß nicht, wer da wessen Skript gedoktert hat. Ansonsten der Macher des Ganzen, der Regisseur, der Alex Kurtzman, der hat natürlich weitreichende Erfahrung. Von Alias zum Beispiel hat er richtig gute Skripte geliefert und der kann auch sowas, aber es hat sich alles in allem nicht so 100% stimmig angefühlt. Und es gab auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein ziemliches Wirrwarr, wer Regisseur wird von dem Ganzen.
wenn ich so dieses Projekt Revue passieren lasse, irgendwie war da was. Vielleicht sind da auch manche Sachen schon gedreht worden und dann nochmal gedreht oder so. Ja, ich weiß nicht, ich bin mit dem Film nicht so ganz. Ich kann jetzt ein paar Sachen nicht verraten, weil das würde dann den Film ein bisschen zu spoilern, weil da erwischt es eben, oder manche Figuren erwischt es eben, oder was ich vorhin schon sagte, die werden halt bemächtigt von dunklen Mächten und so. Und da waren so ein paar Sachen, die haben mir nicht so richtig gefallen. Also schwer zu sagen. Also ist auf jeden Fall definitiv ein Popcorn-Film, den man mal gucken kann, wenn man möchte. Aber ansonsten geht halt fast 2 Stunden irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich so viel Mumienfilm jetzt unbedingt gebraucht hätte. Und die witzigen Szenen waren mir ein bisschen zu wenig. Aber gut. Ich glaube, ich gebe dem Film so 6,5 Punkte. Ui. Ja. Geht so. Ich habe da jetzt überhaupt gar kein Interesse, diesen Film zu sehen. Mir hat halt der Alte sehr gut gefallen. Ich habe mir den sogar, da fällt mir gerade noch was ein. Bei dem Alten, wo ich den im Kino gesehen habe, den muss ich nochmal gucken. Ja, da habe ich mir dann gleich auf DVD geholt, als der rauskam, und habe den irgendwie noch etliche Male nochmal geguckt und so. Den zweiten, den fand ich dann schon nicht mehr so toll, den habe ich mir auch nicht auf DVD gekauft. Damals gab es noch kein Blu-ray, glaube ich. Und ja, aber der erste fand ich echt witzig auch. Aber hier, weiß nicht, der Tom Cruise, der, ja, weiß nicht, wenn er vielleicht nicht die Hauptrolle gespielt hätte, sondern einfach irgendjemand anders, jemand richtig Sympathisches oder so, weil der versucht hier so eine Art Indiana Jones zu sein, das trifft es vielleicht ganz gut, weil er ist halt irgendwie so Grabräuber und aber nee, ich weiß nicht, wenn das so der erste, nicht. Wenn das erste große Ding so von dem Dark Universe war, würde ich mal sagen, hätte man sich vielleicht irgendwie was anderes überlegen müssen, ein bisschen mehr. Vielleicht waren auch die Ansprüche zu hoch, was dann dazu geführt hat, dass es eben nicht so gut geworden ist. Und dieses Jekyll and Hyde, weiß nicht, wenn der einen eigenen Film bekommt, ich fand das reichlich tröge da, diese Szenen. Also da haben sie extra so bewusst mehrere Szenen eingebaut mit Russell Crowe, der dann, ja, man sieht auch mal, wie er sich verändert zu Hyde, und ich weiß nicht, ob das einen ganzen Film trägt, also was wir da gezeigt bekommen sollen und so, ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses Dark Universe, da ist noch einiges zu tun, damit das irgendwie halbwegs erfolgreich wird. Wie läuft denn eigentlich die Mumie gerade? Ich gucke mal. Box Office Mojo. Gleich mal gucken. The Mummy. Mummy 2017. Okay, der läuft schon mal ganz gut. Produktionsbudget 125 Millionen. Bis jetzt weltweit eingespielt 389 Millionen. Ja. Wahrscheinlich sind viele wie ich interessiert, wie ist der neue Film, und sagt jetzt nicht so wahnsinnig viel aus über die Weiterempfehlungsquote und darüber, ob die Personen, die drin waren wie ich, ob die dann sagen, ich glaube, den nächsten Dark Universe gucke ich mir nicht mehr im Kino an. Gucke ich vielleicht zu Hause oder so. Okay, das dazu. Und du hast noch einen Film geschaut, sehe ich hier. Oder Serie, ja, was ist das? Nee, ist ein Film. Ist ein Film, und der kam am Freitag weltweit auf Netflix raus. Es ist wieder mal ein sehr kontrovers diskutierter Film, so wie bei 30 Reasons Why, der Serie. Es handelt sich um den Film To the Bone. Hauptdarstellerin ist Lily Collins. Und sie spielt eine Magersüchtige. Und der Film fängt an, dass sie aus einer aktuellen Klinik, in der sie sich befindet, rausfliegt, weil sie sich halt schon das zigtausende Mal daneben benommen hat und sich nicht an Regeln hält, weil sie eigentlich gar nicht gesund werden will, aber von ihren Eltern immer wieder in diese Kliniken gesteckt wird. Und so fliegt sie halt wieder mal raus und sitzt dann zu Hause bei ihrer Halbschwester und ihrer Stiefmutter, die alles daran setzen, dass sie gesund wird. Und die Lily Collins, also die Rolle, heißt Ellen. Und Ellen
sie meint eigentlich, dass sie das alles unter Kontrolle hat. Sie sagt das auch immer, sie hat das unter Kontrolle. Aber sie wird halt immer weniger. Und sie ist quasi nichts. Und ihre Schwester oder ihre Halbschwester nennt sie auch, sagt auch liebevoll, dass sie Kalorien-Asperger hat. Weil sie kriegt einen Teller vorgesetzt und kann auswendig sagen, wie viel Kalorien welches einzelne Teil auf diesem Teller hat. Also ob das das Fleisch, die Bohnen, das Kartoffelpüree oder was weiß ich ist. Sie weiß das auswendig. Und das ist quasi ihr Talent. Sie sieht das einfach und kann dann das nicht essen. Und die Stiefmutter, die setzt ziemlich viel daran, dass sie in so ein spezielles Programm kommt, von der sie sehr, sehr viel Gutes gehört hat, zu einem speziellen Arzt. Dieser Arzt wird gespielt von Keanu Reeves. Und Keanu Reeves trifft sich dann mit Ellen und ist dann auch der Meinung, wie diese Stiefmutter Susan, dass sie ganz gut aufgehoben wäre in diesem Programm. Das sich aber extrem unterscheidet von allen anderen, bei denen sie bisher war. Denn das ist in einem Einfamilienhaus. Also es ist jetzt nicht irgendwie in einer Klinik oder so, sondern es ist einfach ein ganz normales Haus in einer ganz normalen Straße, wo sie zusammen mit anderen Jugendlichen mit Essstörungen lebt. Da sind dann immer irgendwelche Krankenschwestern, die sie beaufsichtigen, oder er selber kommt vorbei und hat dann Einzelgespräche und Therapiepläne und was weiß ich. Aber rein theoretisch sind die da relativ frei. Sie dürfen halt das Haus nicht verlassen. Also es gibt dann so ein Punktesystem, und ab einer gewissen Anzahl von Punkten darf man auch mal ausgehen. Aber ansonsten sind die relativ frei. Das Haus innen, also es gibt zum Beispiel keine Türen, damit man sich nicht verstecken kann, irgendwie auf dem Klo und dann wieder Essen ausspucken oder sowas. Und da merkt sie eigentlich und freundet sich so ein bisschen mit den anderen im Haus an und stellt auch fest, dass die nicht gesund sind. Und dann fragt sie sich halt auch so langsam, bin ich wirklich nicht gesund? Weil sonst wäre ich ja nicht mit diesen anderen hier, die auch nicht gesund sind. Ne? Und sie beginnt dann so quasi so eine Reise in sich selber. Immer wieder mit Rückschlägen, mit Fortschritten, beginnen Freundschaften sich zu entwickeln, bis zu dem Punkt, wo dann eben eine Wende passiert. Ob die jetzt in die gute oder in die schlechte Richtung geht, sage ich nicht, weil das ist relativ wichtig für den Film. Lily Collins spielt das so unfassbar gut. Also ich weiß nicht, ob die sich wirklich so runtergehungert hat oder ob da viel mit Effekten gemacht wurde, Filmeffekte. Aber es sah beängstigend aus. So die Tochter von Phil Collins, ne? Ja, die war wirklich Haut und Knochen. Also wenn die sich wirklich runtergehungert hat, dann hoffe ich, ist sie danach erstmal schön dick essen gegangen und hat wieder ein normales Gewicht, weil das war wirklich beängstigend. Und die Story ist eigentlich relativ simpel erzählt. Es geht sehr, sehr, sehr in die Tiefe von den Gefühlen her und was in ihr das alles auslöst, diese anderen Menschen zu sehen und wie die ihr Leben leben und dass es auch noch andere Schicksale gibt als sie selber und dass es auch andere gibt, die sie verstehen. Weil ja immer alle sagen, nein, nein, du darfst es nicht und du musst essen und du musst und du musst. Und dann ist sie da plötzlich in einem Haus mit anderen, denen es genauso geht. Ja, in den Kliniken ist sie noch relativ abgeschottet, ne, hat sie natürlich aber die Gruppensitzungen, aber so leben die halt jetzt den ganzen Tag zusammen. Ne? Und das löst dann schon was in ihr aus und sie versucht dann auch den anderen zu helfen. Und auch die anderen versuchen ihr zu helfen. Also es ist wirklich so ein Geben und Nehmen. Es ist ein sehr berührender Film. Ich kann auch nicht genug mehr darüber sagen, wie er ausgeht oder welche Wendungen es noch gibt, weil ich will nicht viel verraten. Der Film ist wirklich gut. Der ist richtig gut gemacht. Keanu Reeves spielt den Arzt in einer Nebenrolle sehr gut. Nicht, was wir sonst so von ihm kennen in den letzten Monaten und Jahren. Eine sehr, sehr ruhige Rolle, die er da angenommen hat. Alles in allem, es ist ein richtig guter Film. Und es gab wieder mal diese Kontroversen vorneweg oder als dann klar wurde, dass der Film rauskommt und dass es den ersten Trailer gab,
gerade jetzt auch nach 13 Reasons Why, sind wieder alle hell auf davon überzeugt, dass dieser Film ja da anregt zur Magersucht oder zu einer Essstörung im Allgemeinen. Und ich finde diese Kontroversen zwar okay, also ich verstehe schon, dass man darüber redet, aber ich verstehe nicht, dass man so einen riesen Aufriss darüber macht, weil dann dürfte man eigentlich keinen Film mehr gucken. Ja? Nur weil ein Film so nah an der Wahrheit ist oder weil ein Film einfach mal die Wahrheit ausspricht oder eine Serie, heißt es nicht, dass man ihn nicht schauen sollte. Ich meine, dann dürften wir auch keine Filme oder Serien mehr über irgendwelche Morde angucken, weil es könnte ja dazu animieren, dass jemand den perfekten Mord planen will oder auch mal jemanden foltern will oder irgendwelche Horrorfilme, wo man sich dann sagt, ach cool, jetzt ziehe ich mir auch eine Maske auf und lauf durch die Straßen und probiere das mal aus. Wenn man so argumentieren würde, müsste man jeden Film kontrovers behandeln. Und das tun wir nicht. Wir tun es nur bei Filmen und Serien, die uns ein Thema vorgeben, was uns unangenehm ist, worüber man vielleicht nicht gerne spricht, was vielleicht auch einfach viel zu viel viel zu nah an der Wahrheit dran ist. Und das sind so Filme wie To the Bone oder Serien wie 13 Reasons Why. Ich fühle mich jetzt nicht angesprochen, plötzlich eine Essstörung zu entwickeln, nur weil ich den Film gesehen habe. Im Gegenteil. Ich habe mir überlegt, ach, scheiß doch drauf. Ich bin zwar auf Diät, aber ich esse jetzt trotzdem eine Tafel Schokolade, weil ich will gesund sein und ich will nicht plötzlich aufhören, Dinge zu essen, nur weil ich der Meinung bin, ich habe vielleicht ein paar Gramm zu viel auf den Hüften. Im Gegenteil. Der Film rüttelt auf und zeigt einem die grausame Wahrheit über Essstörungen. Ja, ich will nicht so aussehen wie sie mal. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand den Film anguckt und sagt, boah, die sieht geil aus, so eine Figur will ich auch. Nie im Leben. Ganz ehrlich. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht ist es so. Aber vielleicht plant auch jemand gerade den perfekten Mord, weil er irgendwie Criminal Minds seit 12 Staffeln guckt. Weiß ich nicht. Ja? Ich sage ganz klar, es ist eine Sehempfehlung. Der Film ist tief, der Film ist berührend, der Film ist unglaublich gut geschauspielert. Chapeau an Lily Collins. Richtig, richtig gut. Ich kann eigentlich nichts Negatives zu diesem Film sagen. Es gibt eine Szene am Ende, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt sind wir aber doch sehr komisch. Aber auch die passt irgendwie in ihr Leben rein, was sie da führt. Und ja, das ist das, was ich zu diesem Film sagen will. Angucken. Klingt interessant. Ja, also wer Netflix hat, schaut da mal rein. To the Bone heißt der Film. Ich habe gerade geschaut hier in diese Rezensionen auf Netflix. Da haben eigentlich alle 5 Sterne gegeben. Eine hat da mal 4 Sterne gegeben, weil irgendwie das Ende nicht gefallen hat. Aber sonst alles durchweg hier auf 5 Sterne. Mhm. Also scheint ziemlich gut zu sein hier. Also ich bin mir sicher, dass der den bald relativ schnell irgendwie so einen Jugendschutzcode kriegt, wie er 13 Reasons Why auch hat. Bei einigen Ländern oder in einigen Ländern wird der Film bestimmt kriegen. Steht da geeignet ab 16 Jahren. Steht hier. Ja. Also auch hier bei Filmstarts zum Beispiel hat er auch durchweg irgendwas zwischen 3,8 und 4 Punkten von 5. Also er ist wirklich so gut, wie die Kritiker oder die Sternchen aussagen. Ja. Ich habe direkt nach dem Film habe ich ihn auf Letterboxd hinzugefügt und habe ihm auch volle Punkte gegeben. Der ist einfach richtig gut. Kann es gar nicht anders sagen, ist richtig gut. Mir hat es gerade eine Werbung hier reingespült, weil ich gerade Netflix auf habe für eine neue Serie. Friends from College heißt die Serie. Nicht für Kinder geeignet. Ja, mit Kobe Smulders, hier bekannt aus How I Met Your Mother zum Beispiel. Das ist die Serie, wo ich vorhin gesagt habe, dass ich da noch warte mit dem Besprechen, weil ich die ersten 3-4 Folgen gesehen habe und mir noch nicht sicher bin, ob ich die Serie gut finde. Fred Savage ist mit dabei, der früher wunderbare Jahre. Also Netflix hat am Freitag zwei neue Sachen rausgehauen, und das ist To the Bone und Friends from College, die Serie. Das ist aber eher so, es ist nicht mal Comedy, also man kann nicht sagen, es ist wie How I Met Your Mother, so Comedy-artig, sondern das ist relativ dramamäßig fast schon. Es ist nicht lustig, es ist eher ein Drama, eine Dramaserie. Auf jeden Fall hat... Aber wie gesagt... Auf jeden Fall hat Nicolas Stoller
das mitgedreht. Und der hat zum Beispiel solche coolen Sachen gemacht wie Nie wieder Sex mit der Ex, Männertrip, Bad Neighbors 1 und 2. Also ja, könnte was sein. Wäre ich vielleicht mal, wenn wir irgendwie den mal bei Fortsetzung folgt, wenn wir den bestimmt mal besprechen, die Serie, dann werde ich da mal einen Blick reinwerfen. Ja, und ja, sind wir eigentlich soweit durch jetzt mit den Filmen, die wir gesehen haben. Und dann kommen wir dazu. Kinocharts. Hast du es gehört? Ja. Diesmal hat es wieder geklappt, okay. Ja. Alles klar, jetzt läuft alles wieder. Wir kommen zu den Kinocharts hier in Stuttgart und zu den Neustarts diese Woche. Auf Platz 10 hier in Stuttgart, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Platz 9, zum Verwechseln ähnlich, hat man das Sneak auch besprochen. Platz 8, Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Platz 7, Wonder Woman, haben wir auch schon ausführlich besprochen hier. Platz 6, Girls Night Out, hatten wir auch schon, hatte Luise vorgestellt. Platz 5 ist Baywatch. Platz 4, Spider-Man Homecoming. Ach, der läuft schon. Ja, siehst du mal, wundert mich ja, dass ihr noch nicht drin wart. Ihr seid doch hier so Marvel. Ja. Der soll nämlich saugut sein. Kam ein bisschen was dazwischen. Ich habe gehört, der soll... Ja, habe ich auch gelesen. Der soll richtig gut sein. Ja, ja. Also ich bin ja da... Ich weiß jetzt gar nicht, was da jetzt anders ist, aber ich habe gehört, der soll gut sein. Nee, ist glaube ich... ja, Spaß beiseite. Nee, ist ein Tom Holland spielt jetzt den neuen Spider-Man quasi. Ja. Das Reboot, nachdem Andrew Garfield ja nur 2 Filme bekommen hat. Ist fast so ein bisschen wie James Bond mäßig. So irgendwie jeder darf hier mal den spielen oder so. Ja, aber es sind ja auch andere Universen und andere Timelines. Also... Genau, Amazing Spider-Man. Das ist nicht plötzlich die Geschichte von Andrew Garfield, nur mit einem anderen Schauspieler. Ja, ja. Das ist einfach nochmal von vorne in einer anderen, aus einem anderen Universum. Genau. auf jeden Fall, was ich hier gehört habe, was man spoilerfrei, glaube ich, sagen kann, dass es wohl sehr, sehr cool sein soll. Und Iron Man hat auch eine kurze Rolle, obwohl er irgendwie im Trailer sehr präsent ist, aber irgendwie eine relativ wichtige Rolle, die so ein bisschen den Spider-Man in die richtige Richtung schubst, finde ich sehr spannend. Also, ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie. Platz 3, das Pubertier der Film. Platz 2, Transformers The Last Night. Platz 1, ich einfach unverbesserlich 3. Kann ich empfehlen, den Film. So, ich gucke gerade mal, wie es eigentlich in den USA so aussieht hier mit den Kinocharts, weil manchmal sind ja da irgendwelche Filme in den Charts drin, die demnächst hier bei uns auch landen werden. Da ist, ich muss von 1, 2, 3, oh, ist hier keine, sind keine Platzierungen hier daneben geschrieben bei Dings hier, bei IMDb. Ich glaube, das ist die 10, ist The House, das ist dieses Casino hier, was ihr hattet den Film, Casino Undercover. Undercover. 9 ist Transformers, dann Cars 3, da muss ich auf jeden Fall mit meinem Kleinen rein, das der steht da total drauf. Das ist das Disney-Franchise für Jungs. Wish Upon. Was sind das? Wish Upon. Mal gucken. Der ist auf Platz 7 mit Joey King, Ryan Philippi. Was ist das? A teenage girl discovers a box that carries magic powers and a deadly price for using them. Okay. Klingt ja spannend. Wer mal ist für die Sneak, würde mich interessieren. Wonder Woman, The Big Sick. Was ist denn das? The Big Sick bei denen. Boah, da spielt der eine mit von Silicon Valley. Das ist ja cool. A couple deals with their cultural differences as their relationship grows. Okay. Ja, Beziehungskomödie würde ich mal sagen. Dann Baby Driver dort. Despicable Me 3. Spider-Man Homecoming und War of the Planet of the Apes, also der neue Planet der Affen, ist auf Platz 1. Ja, den will ich sehen. Okay, dann die Neustarts. Was startet diese Woche neu hier in der Region? Es startet der neue Luc Besson-Film Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Hat mir der Trailer eigentlich gut gefallen. Ich mag eigentlich auch so die Luc Besson-Filme mit Dane DeHaan und Cara Delevingne. Und Clive Owen. Hätte ich gerne das nie gehabt, weil ich glaube, aktiv wäre ich nicht in den Film reingehen. Aber ja, scheint auf jeden Fall ist vorgemerkt fürs Heimkino, dann später mal gucken. Ein Coming-of-Age-Film heißt Einmal bitte alles. Ein humorvolles Coming-of-Age-Drama über die junge Illustratorin Easy, die lernen muss, sich in ihrem eigenen Leben zurechtzufinden, als sie die Uni verlässt. Da muss sie wahrscheinlich, schätze ich mal,
irgendwo im Dönerladen arbeiten oder so, um sich Geld zu verdienen. Einmal bitte mit alles. Mit Schaf. Döner mit Schaf. Viral. Ein Horrorfilm um zwei Schwestern, die versuchen, angesichts einer Seuche, die die meisten Menschen zu Zombies gemacht hat, zu überleben. Boah. Yeah. Mit lauter unbekannten Leuten. Könnte sogar ganz gut sein. Wäre ein schöner Sneakfilm gewesen. Das Sams, der Film. Gab es das nicht schon mal? Liebenswerte und vergnügliche Verfilmung von Paul Maas zeitlos angesagten Kinderbuch-Bestseller. Komisch. Aber irgendwie hatte ich so die Erinnerung, das gab es schon mal. Oder ist das jetzt nochmal neu? Ich eigentlich auch. Vielleicht ist es auch nochmal eine neue Verfilmung. Ah, nee, das ist eine Wiederauflage, sehe ich hier gerade. Das ist der Film von 2001. Mhm. Aber wahrscheinlich startet er nochmal in manchen Kinos, weil jetzt Ferien sind oder so. Genauso. Ach, das ist auch Neustart. Oh, das ist ein schöner Film. La Boom, die Fete. Weiß ich. Sophie Marceau und Claude Brasseur. Ja, schöner Film. Schöne Musik. Kennst du den eigentlich? Nee, ne? Das war lange vor deiner Zeit. Du sagst es immer, als wärst du furchtbar alt und ich ein kleines Küken. So ist es doch. Lange vor deiner Zeit. Nee, das war auf definitiv irgendwie so in den 80ern. Und der Film, der kam bei uns damals häufig nachmittags im Ferienprogramm. Kann ich mich erinnern. Und es gab dann auch so Wunschfilme. Also da haben sie dann gesagt, ja, wir zeigen entweder den und den Film und da kannst du halt eine Postkarte hinschreiben. Einfach abstimmen, ne? Ja, Postkarte schreiben. Ach Gott. Genau. Ach Gott. Und da war dann meistens so, was weiß ich, Dirty Dancing, La Boom oder noch irgendwas. Cinderella gab es auch noch so, Cinderella 87 oder so. Nee, das war dann später, weiß nicht. Also La Boom, ein schöner Film, französischer Film über die erste Liebe mit guter Musik, wo halt Sophie Marceau ja, da irgendwo hinfährt und da jemand kennenlernt und so. Das war ein toller Film. Auch eine Wiederaufführung. Jetzt kommt auch viel neu. Belle de Jour, Schöne des Tages mit Catherine Deneuve und Michel Piccoli. Den kenne ich auch. Ist ein alter Film. Dann, ich glaube, das ist was Neues. Die Geschichte der Liebe. Liebesdrama nach dem Bestseller von Nicole Krauss über verschiedene Schicksale von Liebenden, die durch ein Romanmanuskript zusammengehalten werden. Dann kommt noch ein Film, das ist definitiv ein neuer, den hatten wir in der Sneak gehabt. Das unerwartete Glück der Familie Payan. Familienkomödie aus Frankreich über die 49-jährige Nicole Payan, die ihre chaotische Großfamilie managen muss, als sie wieder erwarten, plötzlich schwanger wird. Ein japanischer Zombie-Film startet noch, der heißt I'm a Hero. Nach dem gleichnamigen Manga über den gescheiterten Hideo, der sich inmitten einer Zombie-Epidemie als sympathischer Loser behauptet. Klingt ja fast so ein bisschen wie japanisches Shaun of the Dead oder so. Ja, oder? Könnte aber cool sein. Hätte ich auch gerne eine Sneak genommen, aber hat man ja alles nicht. Das war's schon mit dieser Woche. Das waren die Neustarts für diese Woche. Sehr, sehr interessante Mischung, finde ich. Von irgendwelchen alten Neuauflagen bis hin zu irgendwelchen total kuriosen zwei Zombie-Filme irgendwie. Wann startet neues Walking Dead? Weiß gar nicht. Ja, ich bin voll raus bei dem Walking Dead. Ah, die letzte Staffel, ich habe irgendwann aufgehört zu gucken. Die letzte Staffel war Mist. Ich habe sie, glaube ich, auch nicht fertig. Ich habe jetzt irgendwie gehört, da ist irgendwie ein Unfall am Set passiert, ist irgendwo ein Stuntman abgestürzt, ja, oder so. Stuntman, da haben sie erstmal Leben gekommen. Dreharbeiten unterbrochen. Naja. Ja, nee, also ich weiß nicht, bei The Walking Dead bin ich irgendwie raus. Aber was jetzt losgeht, heute Nacht kommt die neue Staffel Game of Thrones. Hab schon gesehen, gab es irgendwo eine Premiere, wo sie das im Kino gezeigt haben irgendwie? Gab es schon irgendwelche Fotos? Ja. Gibt's ganz cool. Wird, glaube ich, ganz gut. Sky zeigt die ja dann wieder einen Tag versetzt. Vor allem Montagabend, während wir im Kino sind quasi. Kann man ja aufnehmen. Habe ich schon programmiert. Ja, heutzutage viel einfacher. Schon programmiert und ist damals für Dienstagabend fest eingeplant, dass ich es angucke. Mit Showview aufnehmen, falls das noch jemand kennt. Oh Gott. Mit der Showview-Zahl aus der Fernsehzeitung aufschreiben und dann mit VPS aufnehmen. Ganz wichtig. Und gucken, dass genug auf der Kassette noch drauf ist, damit der Platz reicht. Oh Gott, Kassetten. Videokassetten, das kenne auch ich noch. Siehst du? Ich bin auch schon alt. Ja. Ich kenne auch noch Videokassetten. Ah, du kennst bestimmt meine nur VHS. Ersten, es gab nämlich noch ich kenne VHS-Kassetten. Es gab nämlich noch Video 8
Betamax und irgendwas mit Video 2000. Genau, und irgendwie VHS hat sich dann durchgesetzt als das Format. Ich habe mir übrigens der letzte überlegt, dass meine allererste Videokassette, und die müsste ich sogar noch im Keller haben, war ein Sailor Moon Film. Sailor Moon? Hm. Mhm. Man hat ja damals, einer von diesen drei Sailor Moon Filmen. Man hat ja damals so die Videos importiert, ne, weil da war es ja nicht hier irgendwie mit Streaming oder so. Ne? Musste man ja halt die Videos irgendwo her. Und dann musste man aufpassen wegen den Fernsehnormen hier mit NTSC und PAL und sonst was. Oh Gott. Seekam gab es auch noch. Ja, die Älteren werden sich erinnern. Das war nicht einfach. Wurden dann später die Regionalcodes draus. Oder die Region Codes besser gesagt. Hm. Ich kann mich auch erinnern, wir haben damals immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, sind wir durch Österreich durch und sind dann immer in irgendwelche Videoläden rein. Weil in Österreich gab es die Filme ungeschnitten. Haben wir dann so Tanz der Teufel und sowas gekauft und so. Und auf dem Heimweg dann Kofferraum voll mit Videokassetten. Weil bei uns gab es die ja nur erheblich geschnitten. Dann können wir ja gleich weitermachen mit diesem hier. Kates Filmrätsel. Ich muss erstmal das auflösen von letzter Woche. Die Frage war ja, oder die Überschrift hieß Einbrecherwerkzeug. Für seinen Einbruch benötigt der Einbrecher Kaugummi, Abführmittel und ein Poster. Und richtige Lösung hat der Thomas. Oder mal einen kleinen Tusch hier. Das ist jetzt nicht so ein richtiger Tusch, aber wir arbeiten dran. Ja. Genau, der hat es nämlich rausgekriegt, das ist nämlich der Mr. Bean-Film. Ich lese noch kurz die Erklärung vor. Der Einbrecher will nachts ein berühmtes Gemälde aus einem Kunstmuseum rauben. Der einsame, kaffeetrinkende Wachmann, der vor den Bildschirmen der Sicherheitsanlage sitzt, kann mit dem Abführmittel dauerhaft außer Gefecht gesetzt werden. Danach schneidet der Einbrecher das Gemälde aus dem Rahmen und klebt stattdessen das Poster mittels eines Kaugummis hinein. Das war ja irgendwie Whistler's Mom hieß das Poster, ne? Oder das Bild. Das war ja. Und wenn man hier, wir hatten letztens mal so das Thema, wenn man Whistler's Mom bei Google eingibt, bei Bildersuche, ist eins der ersten Ergebnisse, die da kommen, das Bild aus dem Mr. Bean-Film. Kennst du den überhaupt, wo der das dann so nachmalt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also die Szene ist so, ich hoffe, ich verspoilere das jetzt niemand, der den Film noch sehen will. Der will das Gemälde oder stehlen quasi. Oder nee, was will das eigentlich stehlen? Weiß gar nicht. Irgendwas ist da, dass er denkt, er will es lieber austauschen oder so. Und dann ist irgendwas, genau, er niest und dann ist das Bild nass. Und dann will er das quasi mit einem Taschentuch trocknen, wischt aber da die ganze Farbe weg, sodass halt da bei dem Kopf von dem Gemälde die ganze Farbe weg ist. Und, und dann fängt er an, nimmt einen Stift und malt das nach. Das sagt mir doch was. Ja, quasi. Doch. Das ist lange her. Ja, oh, trotzdem ein sehr lustiger Film. Und die Mr. Bean, die Rowan Atkinson-Meldung, dass er gestern verstorben sei in einem Autounfall, stimmt übrigens nicht. Das ist eine Fake News, nur falls jemand jetzt den Podcast hört und denkt, ist das gar nicht echt? Ja, da geht gerade wieder so eine Fake News. Gibt es ja häufig mal welche, die da so Spaß dran haben und irgendwelche Rest in Peace, irgendwelche Blogbeiträge schreiben, die ein bisschen, die seriös aussehen, aber die dann wirklich völlig Banane sind. Gibt es ja über verschiedene Schauspieler und irgendwie oder berühmte Leute. Gibt es ja quasi ständig dann irgendwie so die Fake News über, dass die tot sind oder so. Und dann die meisten oder viele greifen es dann auf und retweeten das und irgendwie, ja, jedenfalls haben da irgendwie manche Spaß dran. Und da ging heute gerade was rum, dachte ich mir, oh Mensch, ist wirklich, und da habe ich geguckt, ah nee, ist Fake News. Da habe ich, okay. Er dreht ja auch irgendwie. Hat Donald Trump also recht, alles Fake News. Alles Fake News. Alles Fake News. Rowan Atkinson dreht ja auch irgendwie Johnny English Teil 3. Soll ja auch irgendwann demnächst kommen. Okay. Das ist auch eine Fake News. Nein, das stimmt tatsächlich. Hast du eins hier für heute? Oder ja. Kommt ein Filmrätsel von der Kate, basierend auf einem Film des vergangenen Fernsehwochenendes hier im deutschen Fernsehen. Und mal sehen, wer das dann errät. Wenn ihr es erratet, dann schreibt es bitte in die Kommentare, was ihr tippt. In der Zukunft existieren nur zwei Klassen von Menschen. Die Superreichen
und die anderen, die unter armseligen Bedingungen dahin vegetieren. Ich weiß es. Das läuft sogar heute. Psst, nicht verraten, Mensch. Nein, das sage ich nicht. Ich habe es nur gesehen, dass das läuft. Dachte ich, ah, guter Film. Ja, deswegen habe ich es gewählt, weil es ein guter Film ist. Okay. Oh, das ist gut. Ich habe auch eins, also hier wieder von mir, ne? Und zwar, die Überschrift lautet Teure Fahrt. Und das Rätsel dazu, weil ein Tramper von einem Auto mitgenommen wird, setzt er die Tankstelle einer Kleinstadt in Brand. Oh, den kenne ich, glaube ich. Das sagt mir was. Ist auch wieder ein sehr, sehr bekannter Film. Ich glaube, den hat jeder geguckt, jeder gesehen, denke ich mal. Und wenn nicht, sollte ihn jeder gesehen haben. Auf jeden Fall, wenn es dann nächste Woche aufgelöst wird, habe ich dazu noch eine interessante News. Und genau, ich gucke gerade mal noch in die Kommentare rein, was da so außer denen, die das erraten haben. Ja, der Thomas hat es erraten, genau. Die Steff hatte noch, genau, sie hatten jetzt, nachdem sie ja vorletzte Woche diesen extrem langen Trailer von Baby Driver hatte, hatten sie jetzt den ganzen Film in der Sneak. Das war natürlich etwas verwirrend, weil die dachten erst, sie kriegen wieder nur einen Trailer oder so. ja, und sie fand den Film ganz gut. Die Choreos waren klasse und das Integrieren der Musik war mal was Neues. Leider war das weder meine Musik noch mein Genre. Der Film ist auch gefühlt zweigeteilt. Anfangs witzig, am Ende brutal. Sie gibt nur 6 von 10 Pinken mit pinken Strasssteinen verzierte iPods. Also, da habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass dieser Film jemand nicht so gefallen hat, weil eigentlich alle so in meiner Filterbubble, die feiern den Film total ab. Ist aber mal gut, dass auch mal eine andere Meinung mal sich äußert und mal zu Wort kommt, weil das ist immer ein bisschen verdächtig, wenn alle zu sehr alle zu sehr bestimmte Sachen abfeiern. Außer es ist Herr der Ringe, da kann man nichts Schlechtes sagen. Außer, dass sie zu lang sind. Ah, nö, geht schon. Kann nicht lang genug sein, diese Special Extended. Also ich finde die schon gut, aber das ist schon lang. Special Extended Edition, sage ich nur. Jo, okay, dann haben wir schon die Kommentare jetzt hier durch. Haben wir noch irgendwas vergessen hier? Ich guck mal in die Amazon-Einkäufe rein. Mal sehen, mit was ihr uns so in der letzten Woche unterstützt habt über irgendwelche Affiliate-Links. Wir verlinken ja immer bestimmte Filmtipps mit unter dem Blogbeitrag oder rechts an der Seite gibt es auch so einen großen Amazon-Button. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr bei Amazon raus und das, was ihr dann dort bestellt bei Amazon, da kriegen wir eine kleine Provision davon ab. Und ich schaue gerade mal, was das so in der letzten Woche gewesen ist. Letzte 7 Tage, okay. Weil wir gerade in der Nostalgiewelle sind, hat jemand Maxell Audio-Kassetten bestellt. Also noch so richtige Kassetten. Was ist das? Das ist nicht. Eine Fließdecke, eine Kuscheldecke. Okay. Dabei ist es jetzt gar nicht so kalt. Einen neuen Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung. Ah, cool. Ich habe nur das ohne Sprachfernbedienung. Das geht auch. Was ist das? Ach nee, das habe ich selber bestellt. Okay. Ist das eine Fensterdurchführung für SAT-Kabel? Ah, das habe ich auch. Okay. Das habe ich auch nicht bestellt. Ich habe es schon längst hier im Einsatz. Und eine Apple iPad Pro 10.5 Hülle. Wollen wir mal angucken? Oh, sieht cool aus. Kann man es schön hinstellen. Hat sich wahrscheinlich jemand ein Apple iPad Pro geholt. Kann er oder sie mal sagen, ob das gut ist. Das auch kann. Das sieht ja gar nicht so groß aus. Ich dachte, das ist so riesig, das iPad Pro. Okay, auf jeden Fall vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links genutzt haben. Ansonsten, ich glaube, so Zeit für Auphonic hat uns niemand zukommen lassen und auch über PayPal ist nichts angekommen. Und auch, es hat auch noch niemand probiert, uns Bitcoin irgendwie zukommen zu lassen. Das könnt ihr alles. Ja, ist zu neu. Ist der heiße Scheiß jetzt gerade, Bitcoin, ne? Ihr könnt links oben bei kinocast.net gibt es Danke für eure Unterstützung, heißt so ein Button, der ist in diesem weißen Bereich oben. Und da findet ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr den Kinocast unterstützen könnt. Ihr könnt natürlich auch, ohne jetzt finanzielle Mittel uns zukommen zu lassen, einfach ja, die Beiträge schön teilen, liken, was man halt so tut.
damit der Kinocast bekannter wird, auf iTunes eine Rezension schreiben und natürlich 5 Sterne dazu vergeben. Das hilft auch immer sehr gut weiter. Ich gucke mal, ob da jetzt zuletzt was eingegangen ist bei diesen Podcast-Reviews hier, da was Neues dabei ist. 17.01.17. Nee, den hatte ich schon vorgelesen. Ja. Wir hatten noch ein was gehabt, ein Feedback, ist mir gerade wieder eingefallen. Und zwar der Stefan hatte, wie heißt der auf Twitter? Beef Math, also mit Doppel-TH, Beef Math. Also nicht wie Beat, wie der Beat, sondern mit TH dort Beat, Beef Math. Der hatte gefragt, ob wir schon den Film Bokeh, B-O-K-E-H, von Netflix gesehen haben. Denn irgendwie hat er den Sinn nicht verstanden, hatte gehofft, ich könnte es ihm erklären. Und ich habe dann geantwortet, nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Und er empfiehlt ihn auch nicht weiter, gibt 2 von 10 Punkte. Was natürlich jetzt dazu führt, dass ich mir jetzt nicht unbedingt jetzt nun den Film jetzt als nächstes in meiner nächsten freien Zeit jetzt unbedingt angucke. Aber naja, vielleicht hat ihn ja schon jemand von den geschätzten Hörern gesehen und kann vielleicht mal drüber schreiben über diesen Film Bokeh von Netflix. Vielleicht findet ihn jemand gut oder kann irgendwelche Sachen rausarbeiten, die gut sind, wie auch immer. Ja, ansonsten, wenn du auch nichts weiter hast oder hast du noch? Nö, nächste Woche habe ich dann wieder was Neues, aber ja. Dann sind muss wir jetzt erstmal ein bisschen weiter gucken. Genau, sind mal gespannt, wie dann die Serie ist. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören und für die Unterstützung immer und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Macht's gut, ciao. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Bonsoir, Roman. Sag mal, bist du noch im Büro? Der Chef hat die Sitzung auf morgen vorverlegt. Keine Lust auf ein Abendessen mit den Schwiegereltern? Yeah! Wo steckst du, verdammt? Ich bin bei meinen Eltern. Wir warten auf dich. Außergewöhnlicher Notfall? Oh, Mann. Kleine Geheimnisse vor der Welt? Bist du da, Baby? Ja, ich bin hier. Entspannen Sie sich. Wir machen das schon. Die Firma lief super, endlich die große Liebe. Kurz gesagt, mein Leben war toll. Ich komme für einen verheirateten Freund. Er hat eine junge Frau kennengelernt, mit der er übers Wochenende wegfahren will. Wie heißt denn Ihr Freund? Sein Vorname, wie heißt er? Jean-Claude. Bis ich Ihren Vater kennenlernte. Hallo, Papa. Bonjour, Jean-Claude. Gérard. Und Ihre Mutter. Hallo, Mama. Am Wochenende ist unser 30. Hochzeitstag. Hm. Gérard ist nicht mal da. Ach so? Tja, die Arbeit. Flo stellt mir unangenehme Fragen. Was soll ich jetzt tun? So ein Mist. Ihr wisst es noch nicht. Ich habe ein kleines Problem mit Narkolepsie. Ist ja kein Drama. Hältst du noch bis zur nächsten Raststätte durch? Klar, kein Problem. Na cool. Seit wann hast du das? Stopp! Medi! 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 Medi, aufwachen! Ach, na komm, die Sache mit der Panne und so. Aber wir haben wirklich eine Panne. Ja, na klar. Und ich habe echte Brüste. Oh, pardon. Doof, Mann! Was soll denn der Scheiß? Wir blasen die Sache ab. Von wegen, hier wird gar nichts abgeblasen. Ich schlag die Scheibe ein, nicht, dass du dich verletzt. Alles okay? Ja. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein schlechter Lügner. Dann sage ich dir jetzt die Wahrheit. Aber das stimmt nicht. Was ist denn mit dir los? Er hat noch gar nichts gesagt. Pardon. Kann ich ja noch erzählen, während jetzt die Kate gerade nicht da ist. Wir hatten ja damals sogar von Fernsehserien irgendwie neue Sachen besorgt. Da gab es in der Videothek, gab es Akte X irgendwie auf Video, lange bevor das im Fernsehen ausgestrahlt war. Oder auch Star Trek, kann ich mich erinnern. Da hat man sich damals aus der Videothek die Videokassetten ausgeliehen, um dann schon die Folgen zu gucken, bevor sie im Fernsehen waren. Das waren Zeiten, ey. Nicht wie heute. Wo alles hier wie Game of Thrones irgendwie einen Tag später nach US-Ausstrahlung hier verfügbar ist. Das war alles etwas problematischer für uns Film- und Serienfreaks. Aber ging trotzdem alles irgendwie. So, mal sehen, wann Kate jetzt zurückkommt. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum.